Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Rückkehr. Ich habe meine Todesliste wiedergefunden. Meine Todesliste, das hört sich so dumm an. Und ja, da wo ich meine Versage, oder meine Versagerliste, meine Loserliste. Oh Gott, ich bin schon genauso wie Bloody, ne? Ich fange nur an zu lachen, bevor die Folge angefangen hat. Das haben wir irgendwie gleich. Egal, reden wir mit Egil. Ist wegen der Geschichte ein wenig gereizt. Er soll sich nicht so aufblasen, sonst reiße ich ihm den Kopf ab. Sag ihm das. Warte mal. Ja. Sag es ihm doch selbst. Moment, wir können ja jetzt stehlen, ne? Bop, 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 bop. Geschafft. Hey, du. Ich bin ein Arschloch. Du auch? Arsch hast mich beklaut. Versuch das nicht noch. Hey, du. Scheiße. Du Arsch. Dreckiger Dieb. Ich hab nicht die geringste Ahnung, wovon du redest. Schade. Nein. Können wir. Und wie? 50. Gut. Hey. Ah ja. Hey, du. Nummer 3. Dreckiger. Ich hatte. Also. Schade. Können wir. Scheiße. 200 Gold. Vergiss es. Vergiss es! Mein Gott. Mein Gott. Oh mein Gott. Brutal. Hast du was gesagt? Scheiße. Anzahl versagte Diebstähle. 1, 2, 3, 4. Hey. 4 auf einen Streich. Ich finde, ihr beide solltet euch wieder entspannen. Der Drecksker gibt nicht nach. Habe ich recht? Ich werde ihm die Gedärme rausreißen. Sag ihm das. Sag es ihm doch selbst. Ich auch. Zeig, was du kannst. Mein Freund, zeig, was du kannst. Enim, du verlierst. Los, Enim! Ich hab dir jetzt schon geholfen, ich kann dir nicht noch mehr helfen. Enim, Enim! Oh Gott. Mach doch mal einen Volltreffer. Nicht schlecht. Das war wohl nichts. Du meine Güte. Zeig, was du kannst. Ja, das war ein schöner Treffer. Ja, sehr schön. Weiter so. Na los, gib's ihm! Zeig, was du kannst! Ah! Mieser Treffer. Na los! Oh, zeig, was du kannst! Vergiss deine Deckung nicht! Ach, oh Gott. Parier doch! Na los! das hat gesessen. Ja los, parier doch! Na los, zeig, was du kannst! Na los, schlag doch zu! Parier doch!
Na los, zeig, was du kannst. Nicht schlecht. Ah, gar nicht so übel. Ach ja. Und jetzt zeig mal wirklich, was du drauf hast. Du meine Güte. Da verliert er auch noch. Oh Gott, da habe ich schon 3 Schläge gesetzt, ne? Und der verliert trotzdem noch. Oh Gott. Komm, mehr kann ich dir jetzt nicht helfen, Eni. Mehr kann ich dir jetzt wirklich nicht helfen. Kann ich den Kampf auch alleine machen? Och, Enim, ist das dein Ernst? Jetzt schlag zu! Gar nicht so übel. Noch nicht mal Gold. Deine Waffe. Das hab ich. Die hab ich auch. Warte mal. Willst du noch mehr Ärger anzetteln? Ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Würde ich auch sagen. Oh Mann, mein Kopf. Ja, hör auf zu heulen. Hast du nicht genug Schaden angerichtet? Ich finde, du solltest jetzt gehen. Seid ihr selbst schuld? Was prügelt ihr euch auch dauernd? Ach ja. So richtig asozial eigentlich. Vom Helden. Richtig, richtig asozial. Fängt eine Keilerei an und dann badet der die noch nicht mal aus. So Leute, was können wir jetzt noch machen? Ich habe hier auf meinem Zettel stehen. Gomez Quest, ja. Aber erst im 3. Kapitel abgeben. Dann die Hüter Quest. Das heißt, wir müssen hinter den Orkzaun. Bartoks Freund, ja klar. Ein paar Minental-Quests, die wir so haben. Oh Gott, ich sehe Zombies. Na komm mal her. Oh, das wird nervig. Oh Gott, das wird sehr nervig. Okay, das geht noch. Ah, das ist ein Skelettkrieger. Habe ich doch schon gesehen. Na komm. Tschüss. Und hier noch. Ja, da müssen wir schnell die Waffe wechseln. Das heißt hier schnell. Ja, komm mal alleine.
Du darfst dich auch gerne... fuck. Ah! Da bin ich einen zu früh hingegangen. Ah, wieder einen zu früh. Naja, den nächsten mache ich fertig. Ach, scheiße, das ist auch ein Krieger. Boah, zum Glück hat er keine Volltreffer reingehauen. Dann würde ich sagen, brauchen wir eine gute Heilung. Die 8. Die lacht. Und noch ein. Sehr schön. Den Rest machen wir wieder übers Fleisch. Da habe ich eine Goblinbeere, die ich im letzten Part nicht gegessen habe. Und einen Apfel habe ich sogar auch noch. Ja. Müsste so passen. Dann, Skelette sind hier keine mehr, das weiß ich. Jetzt muss ich aufpassen, hier könnten überall Orks rumlungern. Orks, Waage und was weiß ich noch. Da sind schon Waage. Oder ein Waag. Ein Waag war allein in der weiten Welt hinein. Stoß in mein Schwert hinein, ganz einsam und allein. Ein Waagilein war allein. Tobte in mein Schwert hinein. Und dann starb er ganz allein. Oh, da ist ja noch einer. Oh, noch einer. Ach ja, ihr kleinen dummen Waage. So, wo sind meine Orks? Goblin. Was will ich denn mit einem Goblin? Goblin, Goblin, Wolf. Oh Gott. Ernsthaft? Da ist nichts zu holen. Goblin. Der ist in den Baum reingebackt. Na super. So, was gibt's denn hier noch so Schönes für mich? Erstmal nichts, das ist gut. Nichts ist immer gut. Feldräuber, Feldräuber. Ork-Bandit. Ein Ork-Bandit. Kann alles kommen, bis auf... Maus, danke. Es darf alles kommen, bis auf einen Ork-Elite-Krieger. Ah, ein Jäger. Jäger ist immer böse. Die hauen immer ordentlich rein. Wie viel? Warum zieht er die Waffe? Intelligenz habe ich nur 29. Mensch, bin ich schlecht. Wie viel Pfeilrüstung habe ich? 101. Ja, das ist okay. Komm, put, put, put. Dich mache ich fertig. Selbst schuld. Selbst schuld, was bist du auch so doof? Ein Snappy-Line. Ja, komm, put, 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 put. Oh, was geil wäre, wäre Tiere zähmen. Dass man hier sich ein Tier zähmen kann als Guru. Oh, Mensch. So Kontrolle, habe ich ja gesagt, ne? Kontrolle vom Ork oder so. Oder Ork-Sklaven haben. Oh, so einen eigenen Ork als Sklaven. Geht natürlich nur mit den Kriegern und so was. So Elite würde vielleicht auch noch gehen im Late-Game. Ja. Das nennt sich dann, Feinde kontrollieren und starke Feinde kontrollieren. Oh, das wär's. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts. So, Kreis 2 zum Beispiel ist Feinde kontrollieren. Starke Feinde sind dann so Ork-Krieger und sowas. Ab Kreis 3
Und so Kreis 5 ist, dass so übermächtige Feinde kontrollieren. Holy shit. Es ist dunkel, es ist viel zu dunkel. Nichts zu holen. Nichts zu plündern. Was lernen wir wieder daraus? Niemals im dunklen Wald irgendwo umhergehen, wenn man nichts sehen kann. Einmal hier, warmes Schafsfell, bitte. Bitte sei jetzt nicht in die Textur gebackt. Wir schlafen bis zur Morgendämmerung. Ja, sehr schön. Ich kann schon wieder mehr sehen. Das freut mich schon wieder. Lanze des Schläfers. Gut, hier ist nichts. Haben wir echt ein paar Orks geplättet. Das finde ich schön. 2 Ork-Banditen. Komm, den einen mache ich so fertig. Ah. Zieh doch dein Schwert, Junge. Ach ja. Immer diese Steuerung, ey. Wird er getroffen, denkt sie sich so. Nein, ich zieh mein Schwert jetzt nicht. Ich wurde getroffen. Ja, ich hab dich schon gesehen, Blutfliege. Du brauchst gar nicht ankommen. Holy. Sehr viele Waldgobbos. Ein schwarzer Gobbo. Warum der so schwer ist, weiß ich nicht. So, Waldgobbo hat keine Goblinbeere. Dann habe ich hier noch einen Kandidaten. Sehr schön. Danke sehr für die Goblinbeere. Okay. Eine von 3. Ihr habt schon wieder Monster gekillt. Nichts zu plündern. Das kann ich nicht gutheißen. Ich höre noch mehr Wölfe. Warum bist du so doof, Wolf? Warum bist du so doof? Hier ist nichts mehr, wie es scheint. Dann müsste ich, glaube ich, jetzt alle Gegner wirklich besiegt haben. Dass hier noch Gobbos sind, das habe ich vergessen. Das wusste ich nicht mehr. Blutfliegen, ja, das habe ich gewusst. Waage auch. Und Wölfe. Aber dass die Gobbos hier noch sind, das habe ich vergessen. Gut, dann ist dieser Wald sicher. Rein von Viechern gesäubert. Damit müsste auch die Kurinus-Welt eigentlich so gut wie gesäubert sein, ne? Ich wüsste jetzt nicht, wo ich noch Gegner hätte. Ich habe noch einen schwarzen Troll, der irgendwo in der Nähe ist, aber sonst theoretisch nicht mehr. So, ein paar Ork-Herzen mal fressen. 15 Stück. Hat sich wieder was aufgehäuft hier. Die gehen auch so schön schnell von der Hand weg. Lecker Herzen. Habt ihr schon mal Herz gegessen? Also es gibt ja so Tierherzen, die kannst du essen und so was. Genauso wie Leber oder Niere. Boah, wenn ich mir das so vorstelle, das isst du. Aber theoretisch, wenn du so einen Fisch isst oder einfach so ein Schwein... Nee. Wird ja vorher rausgenommen. Die Innereien. Aber wenn du jetzt einen Fisch fangen würdest, da würdest du theoretisch, wenn du jetzt nicht
Einfach so, sagen wir mal, du gehst campen mit Angeln und sowas. Dann angelst du einen Fisch, tust du ihn einfach so ins Feuer hängen. Dann isst du ja auch Herz und Nieren und ich weiß gar nicht, hat ein Fisch überhaupt Nieren? Weil theoretisch, ne, isst du das dann mit. Aber so Leber zum Beispiel, ugh. Leber ist so gar nicht mein Essen. Also Leber, das schmeckt für mich wie, keine Ahnung, wie Schuhsohle quasi. Das hat so einen faden Beigeschmack, finde ich. Habe ich hier noch Quests? Kommis Fluch, Antiquitäten, Urschack, Schärfe, Erz, Befreiung von Gorn, die Orkjagd, das ist für Falk, Snapperkrallen, dunkler Erzmagier, Weisheit der Hüter, Fernandes Geschäfte, Beweise. Antike Artefakte. Ach ja, das war das hier. Konstantinus seltsame Bitte, Weh der Eber, Pläne Paladin Adept. Kost Unzufriedenheit, die Händlergilde, das Großmaul. Ich weiß, was ich machen kann. Aber das will ich erst im dritten Kapitel machen. Warum ich das erst im dritten Kapitel machen will, keine Ahnung, aber es steht hier. Mördergilde erst im dritten Kapitel. Dann lassen wir das Plappermaul halt noch leben. So viel zu leben hat es eh nicht mehr. Dann gehen wir hier noch zur Belia-Statue. Geben dem wieder ein paar von unseren Lebenspunkten, dem gierigen Penner. Dem gierigen Sack. Und dann gehe ich zu Bartok. Und dann würde ich sagen, gehe ich zum Jägerlager. Ja. Belia. Belia. Ich höre mein Flehen. Spende dir 3 Lebensenergie. 100 Gold. Nein, 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 nein. Beenden. Ich könnte bei Dings, Edda könnte ich jetzt auch noch eine Pilzsuppe kochen lassen, ne? Ich habe gar nicht mehr so viel Gold, fällt mir gerade auf. Ich könnte generell ein paar Sachen mal verkaufen hier. War ich schon auf der Schatzinsel? Nee, glaube ich, war ich auch noch nicht. Ich meine, da wäre ich auch noch nicht gewesen. Da gehe ich immer erst im dritten Kapitel hin auf die Schatzinsel. Was eigentlich für Rückkehr total unnötig ist. Aber den Schlüssel von Hannah, den kriegen wir halt erst im dritten Kapitel. Edda Suppe kochen lassen. Dann gucken wir mal. Gehen wir eh zur Truhe jetzt? Promo, der alte Abzocker, ey. Wie viel Gold wollte der? 2000? Fucking 2000 Gold, ey. Ich bin auch Krösus, ey. 75 Fleisch habe ich, okay. Wie der die Pfanne hält, ey. Ist überhaupt kein Bug. Nein. Okay, Bug ist immer so ein böses Wort, aber. Wie viel habe ich jetzt? 50? Müssten das jetzt 60 sein? 70. 75. Sehr schön. Gut, was haben wir denn hier für Sachen? Kann verkauft werden, kann verkauft werden, kann verkauft werden, das nicht. Das kann verkauft werden, das nicht. Das. Schleifen möglich, Schleifen möglich.
Das nicht, das nicht. Der Rest kann verkauft werden. Seltener Eichenbogen. In die Truhe. Buchenbogen. Habe ich schon, kann verkauft werden. Leichte Armbrust nicht. Leichte Orkarmbrust kann verkauft werden. Also das kann alles verkauft werden, okay. Fläschchen mit Gift, rein. Dann... Das... Feuerwurzeln, das... Sumpfkraut rein. Und das rein. So, was kann ich denn jetzt alles noch machen? Das kann ich nicht, das kann ich nicht. Ich kann nur schwarze Pilz brühen. Davon brauche ich 75. Ach, erzähl mir nicht sowas. Ich glaube, das kann. Das darfst du keinem erzählen. 75. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das sind 4. Gut, dann gucke ich mal. Was habe ich sonst noch hier so für Amulette? Amulette Heiler drin, Krieger, Flammenkraft. Zygos Amulett brauche ich nicht mehr. Ring der Heiler, Ring der Priester, Ring der Krieger. Geschicklichkeit des Gauners, Ring der Macht, der kann weg. Ring der Finsternis. Bringt Magieschutz, Lebenskraft, Levitation, Astralenkraft. Falls ich mal das Amulett nicht mehr habe, deswegen behalten wir das. Schutz des Holzes brauche ich glaube ich auch nicht, oder? Ring der Macht. Steinhaut, Ring der Unbesiegbarkeit. Dann brauche ich den nicht mehr, den des Holzes nicht mehr, der Steinhaut brauche ich nicht mehr. Okay, Ring der Kraft brauche ich auch nicht mehr. Ah doch, den brauche ich ja noch. Druckersring. Stimmt, den darf ich auf keinen Fall vergessen zu verkaufen. Das sind alles Teleportruhen. Habe ich hier irgendwas noch? Angst? Nö. Eisblock, Eiswelle habe ich. Blitzeinschlag auch. Monster schrumpfen. Kugelblitz habe ich auch drin. Okay, Unwetter. Das sind Verwandlungs-, Windfaust. Runenbuch der wahren Magie. Das kann rein. Das Wissen macht. Gommes Notiz. Steintafel der Magie, Garons Minenkarte. Das brauche ich auch nicht mehr, aber das kann weg. Ganz weg. Der Geist des Weins, Schlacht um Varant, Band 1 und Band 2, Keilerfell. Jetzt kommen wir zu den Fällen, okay. 30, okay. Hauer eines Keilers. Habe ich noch keine 30, also rein damit. Blutfliegenstachel habe ich. Eberfell, das brauche ich. Feldräuberzang habe ich auch 30, oder? Ja, habe ich. Herz eines Dämonen, 2 Stück. Klaue eines Dämonen. Habe ich noch nicht, okay. Flügel habe ich auch 30. Krallen brauche ich gar nicht nachgucken. Minecrawler-Zang habe ich auch genug. Minecrawler-Platten tue ich immer alle rein. Wo habe ich die denn? Da, 88, okay. Haut eines Reptils. Habe ich auch 30. Fell eines Schattenläufers. 22, okay. Horn eines Schattenläufers. Knochen eines Skeletts. Habe ich noch nicht. Oder doch, habe ich schon. Knochen eines Goblins brauche ich noch. Trollfell. Da unten. Hauer eines Trolls. Super. Waagfelle. Also meine Waagfälle. Habe ich 30 Stück, okay. Wolfsfälle habe ich auch 5 Stück. Hier, und da sind Orkfundfälle. Das müssen Orkfundfälle sein. Ja, 7 Stück, okay. Ja, keine Ahnung.
Zyltox, Schlüssel kann weg, schwarzer Kristall behalten wir mal. Goldene Schale kann ich verkaufen. Gott, habe ich hier viel Mist wieder drin. Bergkristall habe ich 10 Stück, okay. Säge, Kochlöffel. Schwefel, wie viel Schwefel habe ich auch? 10. Ektoplasma. Ich habe kein Ektoplasma drin. Wieso habe ich kein Ektoplasma drin? Schwarzer Kristall. Ja, komm, brauche ich. Zangen brauche ich auch. Habe ich notfalls eine da. Okay. Dann kann ich theoretisch den Rest verkaufen. Machen wir so auch. Genau. Ich wollte zu Edda gehen, mir eine Suppe kochen lassen. Ich weiß, das ist jetzt hier wieder viel Kleinarbeit. Koche mir eine schwarze Pilzbrühe. Einen Moment, hier. Dreimal Feuerkraut, okay. Die essen wir natürlich noch nicht. Aber das können wir essen. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? So, dann verkaufen wir dann gleich unsere Sachen. Nachdem ich jetzt nochmal in der Truhe war. Kommt, die Runen, die tun wir auch mal rein. Zweihandkampf. Keine Ahnung. Die sollst du reintun. Habe ich davon schon eine? Ich glaube da nicht dran. Scheinbar habe ich davon. Oh, tatsächlich, ich habe schon 3 Stück. Okay. Die kommt auch noch rein. Und das war's. So, dann gehen wir zu Galahad. Verkaufen ihm unsere Magiebedarf. Hier verkaufen wir unsere normalen Sachen. Zur Ausrüstung. Zeig mir deine Ware. Ausrüstung. Das ist kein das ist Magiebedarf. Das verkaufen. Das verkaufen. Den Hammer verkaufen. Das verkaufen. Goldener Ring. Ravens goldener Ring auf keinen Fall. Kostbare Schatulle. Das ist alles Magiezubehör. Den Rest brauche ich. Ja. Gut. Dann gehen wir zu Bossbar. Wird sich das jemals ändern? Dem verkaufen wir unsere Rüstungen. Ich hab was anderes gehört. Kaufen noch einen Apfel. Das hat er doch vorher gewusst. Nicht Rüstungen. Unsere. Er muss das ja besser wissen. Unser Buchenbogen. Die leichte Armbrust nicht. Leichte Orkarmbrust. Und den ganzen Kaleradatsch. So. Das hätten wir dann auch. Ich hab was anderes gehört. Lutero nimmt unsere Amulette. Und der nette Rainer, der nimmt unsere Schwerter. So. Ich habe seltene Waffen zum Verkauf. Nur Nachtstern, okay. Zeig mir deine Waffen. Schaden macht das, ne? Ich bin ganz deiner Meinung. Erstmal kommt das weg, dann kommt das weg, das kommt weg. Das, 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 das. Und den Rest behalten wir. Magisches Runenschwert behalte ich einfach so aus. Ja. Weil ich Fetch besiegt habe. Als Erinnerungsstück. Hey. Du. Zeig.
Zeig mir deine Ware. Vergessen und Schlaf hat der noch, okay. Dir wollte ich Amulette und sowas verkaufen. Frankos Amulett. Nein, das hat 9 Stärke Bonus, okay. Ring der Heiler auch nicht, Ring der Priester nicht, Ring der Krieger nicht, Ring der Geschicklichkeit. So, Ring der Finsternis, das behalten wir, das behalten wir, das behalten wir. Feuerring, der Geisteskraft kann weg, des Holzes, der Steinhaut. Ja, das war richtig. Ring der Kraft behalten wir auch. So. Dann verkaufen wir dem guten Galahad noch unser Magie-Zubehör. Ja, spring bitte richtig. Danke. Yippie-yay-yay. Der muss sich ja auch denken. Kannst du nicht den normalen Weg gehen? So. Hey. Kann ich eigentlich einen Golem beschwören? Ja, ich kann einen Golem beschwören. Zeig mir deine Spruchrollen. Der hat von uns so viel Ramsch schon bekommen, ey. Das. Und die hier, die können weg. Der Rest ist nicht für dich. Gut, dann gehen wir noch zu Bartok. Habe ich jetzt den goldenen Ring von Ray? Ja, den habe ich noch. Okay. Dann gehen wir noch zu Bartok, geben ihm den Dingsring hier. Und dann würde ich sagen, gehen wir zurück ins Minental. Da wir nicht mehr allzu viel hier zu erledigen haben. 10 Uhr. Die Orkjagd, ja. Jägerlager müssen wir noch, genau. Aber das liegt ja auf dem Weg. Quasi. Auf dem Weg. Wo ist jetzt Bartok? Von dir kriege ich noch ein Schlückchen Bier, bitte. Gib mir gutes Glas Bier. Vielen Dank. Und da ist Bartok. Hey, du. Er erzählt alles weiter. Ich habe schlechte Nachrichten für dich. Aber das. Im Ernst? Was ist passiert? Ich möchte dich nicht allzu sehr aufregen, aber ich fürchte, dass dein Freund Truger nicht mehr zurückkommen wird. Wieso das? Wie kommst du darauf? Nun, die Sache ist die, er ist tot. Tot? Soll ich mich denn noch Oh nein, das kann nicht sein. Wie konnte das nur passieren? Ich habe seinen Körper im Wald, unweit von Akkels Farm gefunden. Allem Anschein nach ist er während der Jagd auf einen kleinen Orktrupp gestoßen und wurde von ihnen in Stücke gerissen. Aber vielleicht hast du dich ja geirrt. Vielleicht war das gar nicht Drucker. Daran gibt es keinen Zweifel. Er hatte diesen Ring bei sich. Ja, das gehört tatsächlich ihm. Dann ist es also wahr. Mein einziger Freund Drucker ist tot. Das tut mir leid. Schon gut. Daran lässt sich jetzt auch nichts mehr ändern. Es war wohl sein Schicksal. Richtig. Jedenfalls danke, dass du mir seinen Ring gebracht hast. Ich werde ihn als Andenken an meinen guten, alten Freund behalten. Von nun an wird er immer bei mir sein. Auch wenn das nur ein schwacher Trost ist. Das ist ja schrecklich. Tja, ich verstehe. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Tja, ich verstehe. Super mitfühlend, mein Freund. Super mitfühlend. Oh Gott, ey. Immer dieser Hate. So, gehen wir noch zum Jägerlager und dann haben wir tatsächlich nichts mehr hier, was wir erledigen müssen. Das ist krass. Das ist absolut krass. Wir haben in Korinnes dann erstmal nichts mehr, was wir erledigen müssen. Das spielt sich alles im Innental ab. Soweit ich das weiß. Innental.
Waffenhändler, das machen wir im Kapitel 3. Treuer Begleiter geht nie weg. Der Weg des Mörders. Kapitel 3. Händlergilde, Kapitel 3. Rukas Unzufriedenheit, Kapitel 3. Die freien Jäger. Besondere Waffen für Rafa. Auch Kapitel 3. Minental. Ja. Kapitel 3. Das machen wir jetzt. Das ist Minental. Kapitel 3, Weisheit der Hüter, das machen wir im Minental, das ist auch Minental, Befreiung von Gorn, Minental, Schöpfer Erz, Urschak, Antiquitäten, alles Minental. Ja. Entweder Kapitel 3 oder Minental. Sehr schön. Sehr, sehr schön, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Irgendwie immer, wenn ich hier zum Teleporter gehe. Hat wohl irgendwas mit den Teleportern zu tun. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Da der nämlich das Fenster, das nicht... Da der das Spiel nicht in den Fenstermodus tut. Deswegen ist das nicht so schlimm. Gibt es bei mir im Lager noch was? Ich meine nicht. Ja, nur Jägerlager jetzt. Gut. Und dann geht's echt wieder ins Minental. Yippie-yay-yay. Ich freue mich ja irgendwie. Weil jetzt kommt der anstrengende Teil des Let's Plays. Orks besiegen. Jede Menge Orks besiegen. Das wird nicht schön. Das wird gar nicht toll. Balthasar ist immer noch hier. Jetzt macht's mal ding-di-ding-ding. Na, kommt's? Da. Da war dieses du-du-du-du. So. Barem. Der wilde Eber ist Geschichte. Meinst du das ernst? Aber wie ist es dir bloß gelungen? Ich kapiere es selbst nicht, aber hier ist sein Fell, für den Fall, dass du mir nicht glaubst. Ja, ich kapiere es selbst nicht. Jetzt habe ich gar keine Zweifel, dass das Biest tot ist. Du kannst aber einen in Staunen versetzen. In unserem Lager hat noch niemand solch eine Bestie getötet. Ja, an diesen Moment werde ich mich immer erinnern. Und damit du es nicht vergisst, nimm diesen Ring zur Erinnerung. Bei einem Blick auf ihn wirst du dich immer... Ach, der Ring des wilden Ebers, genau. ...bekommen hast. Danke. Wirst du für mich stimmen? Das ist ja kein Problem. Ja. Bursche. Ein Jäger, der alleine dieses Wildschwein erlegt hat, hat zwei Fells ohne jeglichen Respekt und das Recht auf den Zweikampf verdient. Also kannst du dich auf mich vollkommen verlassen. Richtig. Ich werde für dich stimmen, wenn du dich entscheidest, Falk herauszufordern. Ich danke dir. Ja, das tue ich wirklich. Hey. Und ich habe die Orks besiegt, wollte ich nur mal sagen. Ich habe die Orks erledigt. Welche Orks? Boah, 1000 Erfahrung. Na, die Orks, auf die Baren und Rafa bei der Jagd gestoßen waren. Was ist das, ein Scherz oder meinst du das ernst? Das ist kein Scherz. Ich habe diesen Trupp ausgerottet. Seid ihr da sicher? Nein. Na, Junge. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Außer, dass du ein hervorragender Jäger bist. Weiter so. Danke. Okay, vielen Dank. Ich hab dann, ich habe hier ein paar Trophäen. Hier, ein paar Klauen. Alle klauen. Das ist alles gut. Hier, 72 gut. Gold, ein paar Zähne. Das ist alles, na, wenn das so ist. Natürlich. 252 hier, Gold, alle Fälle. Schon wert, die nächsten Gold nimmst du, na gut. 40 Gold. Wagfälle, und. Na ja, 25 Gold. Aber trotzdem viel. Das ist alles, was ich habe. Ja, 462 Gold. Ich versuche.
Sehr schön. Zeig mir deine Ware. Das gebe ich dir, das gebe ich dir, das gebe ich dir, das gebe ich dir, das und das. Och, jetzt ist das Inventar wieder richtig schön leer. Das freut mich. Und dann sehen wir uns im nächsten Part im Minental. Ich schätze mal so unterhalb des Passes werden wir uns wiedersehen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich habe gar nicht gespeichert, die ganze Folge. Auch gut. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, ciao und macht's gut. Boah. Ciao.